Milliarden Dollar wurden in den letzten 3 Monaten aus dem Aktienmarkt abgezogen. Während globale Märkte straucheln und Konflikte weltweit eskalieren, suchen viele Zuflucht in einem altbekannten Hafen. Seit Jahrhunderten haben Menschen einem System vertraut, um ihre Reichtümer zu sichern. Ein System, das auch für dich, egal wie groß oder klein dein Vermögen ist, frei zugänglich ist. Doch ist Gold wirklich der unverwüstliche Wertspeicher, für den es viele halten? Mit Inflation und wirtschaftlichen Unsicherheiten, die wie Damoklesschwerter über uns schweben, ist die Frage nach der richtigen Vermögenssicherung brisanter denn je. Denke an Gold als ein Schiff in einem stürmischen Meer. Es mag stabil erscheinen, aber kann es alle Passagiere sicher an Land bringen? In diesem Video gehen wir tiefer und schauen uns diese goldene Gelegenheit einmal genauer an. Ein ganz wichtiger Grundsatz bei der Analyse von Investitionen wie Gold lautet: Man darf sich nicht von kurzfristigen Entwicklungen leiten lassen, sondern muss unbedingt die langfristigen historischen Daten anschauen. Je länger, desto aufschlussreicher, je mehr Krisen im Vergleichszeitraum, desto besser. Weil einfach klar wird, wie sich ein Investment in Krisen verhält. Im Falle von Gold haben wir Daten aus über 200 Jahren. Allerdings sollten erst die Daten ab Anfang 1975 herangezogen werden. Warum? Bis 1971 war Gold in den USA, Großbritannien und vielen anderen Ländern eigentlich die tatsächliche Währung. Die Währungen der Länder waren direkt an den Goldpreis gebunden. Man spricht hier vom sogenannten Goldstandard, hast du sicherlich schon mal gehört. Der Goldpreis unterlag nicht den Schwankungen durch Angebot und Nachfrage, sondern wurde staatlich festgesetzt. Ab der Einführung von Bretton Woods im Jahr 1944 war nur noch der US-Dollar an Gold gebunden. Allerdings hatten viele andere Währungen einen mehr oder weniger festgelegten Wechselkurs zum US-Dollar, der von den Zentralbanken festgelegt war. Somit waren diese Währungen ebenfalls, zumindest indirekt, an den Goldpreis gebunden. 1971 hat die US-Regierung dann das Bretton Woods-System beendet. Die Goldpreisbindung war somit aufgehoben und der Goldpreis wurde erstmalig von Angebot und Nachfrage an den Märkten bestimmt. Allerdings bestand noch immer das Goldverbot der US-Regierung und einigen anderen Ländern von 1934. Dieses verbot den privaten Besitz von Gold. Wer dagegen verstieß, musste mit Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren rechnen. Derartige Goldverbote gab es bis dahin jahrzehntelang in praktisch allen westlichen Ländern, einschließlich Deutschland. Wer beispielsweise im Dritten Reich in Deutschland Gold besaß, musste sogar mit der Todesstrafe rechnen. Erst 1975 hob die US-Regierung dann das Goldverbot auf. Somit macht es Sinn, sich die Entwicklung von Gold ab 1975 genauer anzusehen. In den 47 Jahren von 1975 bis 2022 betrug die durchschnittliche Rendite auf Gold 4,89% pro Jahr vor Inflation. Dies kommt in etwa einer Verzehnfachung des eingesetzten Kapitals gleich. Aber wie sieht es mit der Schwankung aus? Nervös werden Anleger immer bei kurzfristigen Schwankungen. Wenn in kurzer Zeit ein Wert deutlich steigt oder fällt, werden die menschlichen Emotionen Gier und Angst massiv getriggert. Deswegen macht es Sinn, auf die monatliche Schwankung zu schauen. Im besten Monat in diesen 47 Jahren hat Gold 27,5% in einem einzigen Monat gemacht. Das war im Januar 1980. Stell dir einmal vor, wie es dir geht, wenn sich deine Investition in einem Monat um fast 30% vermehrt. Da denkst du dir doch, davon will ich mehr und kaufst ordentlich nach. Und bereits im März kam gleich der nächste Rekordmonat, leider allerdings mit einem negativen Vorzeichen. Im März 1980 verlor Gold satte minus 22,4%. Wer bisher also geglaubt hat, dass Gold sicher im Sinne von geringer Schwankung ist, der hat sich ordentlich getäuscht. Der Goldmarkt unterliegt deutlichen Schwankungen, die aufgrund der damit verbundenen Emotionen Anlegern extrem gefährlich werden können. Anleger, die in unserem Beispiel nach dem tollen Januar 1980 eingestiegen sind, weil sie dachten, das geht immer so weiter, hatten gleich 2 Monate später erhebliche Verluste zu verzeichnen. Nun denkst du dir vielleicht, naja, ich lege mein Geld aber doch nicht über 50 Jahre an. Lass uns deshalb mal die einzelnen 10-Jahres-Zeiträume anschauen. Von 1975 bis 1984 entwickelte sich Gold durchschnittlich mit plus 5,4% pro Jahr, von 1984 bis 1994 mit 2,17% jährlich, von 1995 bis 2004 mit mageren 1,28% jährlich und von 2005 bis 2014
mit stolzen 11,23% durchschnittlicher Jahresrendite. Seit 2015 bis heute hat Gold dann durchschnittlich 5,13% im Jahr gebracht. Alles vor Inflation wohlgemerkt. Um die reale Rendite zu erhalten, müsste man die Inflation dann entsprechend abziehen. Nun, so weit, so gut. Aussagekräftig werden Zahlen aber immer erst, wenn man sie in Relation zu anderen Werten setzt. Lass uns daher einmal im gleichen Zeitraum den weltweiten Aktienmarkt gemessen am MSCI World unter die Lupe nehmen. Von 1975 bis 2022 betrug die durchschnittliche Rendite des MSCI World 10,59%, also mehr als doppelt so viel wie die Rendite von Gold im gleichen Zeitraum. Nun denkst du dir vielleicht, naja, Aktien haben aber auch eine viel höhere Schwankung. Lass uns da einmal genauer hinschauen. Der beste Monat in diesem Zeitraum war gleich der Januar 1975 mit plus 14,71%. Der schlechteste Monat war Oktober 2008, mitten in der Finanzkrise, der größten Krise seit der Great Depression 1929. Im Oktober 2008 verlor der MSCI World minus 18,93%. Werfen wir einen Blick zurück auf den schlechtesten und besten Monat von Gold. Im schlechtesten Monat verlor Gold minus 22,4% und im besten Monat gewann Gold 27,5%. Du siehst also, die Schwankung von Gold ist nicht geringer, sondern deutlich höher als die des breiten Aktienmarktes. Im Chart siehst du das deutlich an dem grünen Balken, der für den Goldpreis steht. Sowohl nach unten als auch nach oben hat er deutlich höhere Ausschläge als der blaue Balken, der für den MSCI World steht. Vor diesem Hintergrund ist es doch zumindest erstaunlich, dass Menschen mir oft sagen, sie haben Angst vor den hohen Schwankungen des Aktienmarktes und wollen deshalb lieber in Gold investieren, weil es ja so sicher ist. Da sieht man mal, welche Mythen sich um Gold ranken, die bei näherem Hinsehen aber einfach falsch sind. Gold hat eine höhere Schwankung und eine nur halb so gute Rendite wie der breite Aktienmarkt. So sehen nun einmal die Fakten aus. Damit das nochmal ganz deutlich wird, ich habe in diesem Chart einmal den Verlauf der beiden Indizes zusammengefasst. Die dunkelblaue Linie stellt den Verlauf des MSCI World dar und die grüne die von Gold. Wer am 01.01.1975 1000 Dollar in Gold investiert hat, hatte am 31.12.2022 9880 Dollar. Wer im gleichen Zeitraum 1000 Dollar in den MSCI World investiert hätte, konnte sich am 31.12.2022 über satte 125.170 Dollar freuen. Die reale Rendite, also die um die Inflation bereinigte durchschnittliche jährliche Rendite, betrug in diesem Zeitraum für Gold übrigens gerade einmal 1,1%, die des MSCI World dagegen 6,6%. Übrigens, ich denke, das passt an dieser Stelle ganz gut. In meinen kostenlosen Online-Workshops stelle ich detailliert dar, wie du dich auf kommende Krisen vorbereiten kannst. Ich zeige dir eine wissenschaftlich basierte Strategie, die in den 15 großen Krisen der letzten 100 Jahre immer funktioniert hat. Ganz einfach und für jeden verständlich. Komm unbedingt mal dazu. Den Anmelde-Link findest du unter dem Video. So, vielleicht denkst du jetzt, naja, was interessieren mich die letzten 50 Jahre? Ich möchte doch heute investieren und heute spricht vieles dafür, dass Gold vor einem massiven Anstieg steht. Dazu zwei Dinge. Erstens, wer erklärt, dass eine bestimmte Anlageklasse, in diesem Fall Gold, demnächst durch die Decke geht und dies tausendfach mit den schillerndsten Argumenten begründet, hat meist eigene Interessen. Zum Beispiel, weil er zufällig Goldhändler ist und gerne Gold verkaufen möchte. Überleg dir also bitte immer, was die Agenda dessen sein könnte, der dir gerade etwas erklärt. Zweitens, Finanzwissenschaftler haben schon längst herausgefunden, dass die Märkte effizient sind. Das heißt, alle legal verfügbaren Informationen sind bereits in die Kurse eingepreist. Das gilt für Gold genauso wie für den Aktienmarkt. Der Wissenschaftler Eugene Farmer hat für diese Arbeit übrigens den Wirtschaftsnobelpreis erhalten. Prognosen in die Zukunft sind somit nicht mit ausreichender Sicherheit möglich und beruhen eher auf Zufall. Wenn wir jetzt nun gerade bei den Finanzwissenschaften angekommen sind, möchte ich noch darauf eingehen, was der echte oder faire Wert von Gold wirklich ist. Also, ob Gold gerade über- oder unterbewertet ist. Der aktuelle Wert einer Investition wird ermittelt, indem man die zukünftigen erwarteten Cashflows, also die zukünftigen Zahlungsströme, mit der sogenannten Discounted Cashflow Methode abzinst. Bei einer Aktie sind die zukünftigen Cashflows die erwarteten Dividenden, bei einer Immobilie die Mieten und bei Anleihen die Zinsen. Gold dagegen erzeugt keine Cashflows. Auch in der Industrie wird Gold im Gegensatz zu anderen Edelmetallen nicht benötigt.
Es kann also kein Barwert berechnet werden. Anders ausgedrückt ist der innere Wert von Gold rechnerisch gesehen also 0. Wenn zukünftig niemand mehr bereit ist, für Gold Geld zu bezahlen, ist es wertlos. Das wird nicht passieren, aber konsequent zu Ende gedacht ist es so. Wenn dagegen der Kurs einer Aktie fällt, ist sie zwar weniger wert, aber die zukünftigen Dividenden kommen trotzdem. Es gibt noch ein Thema, das gerade bei Gold die wenigsten auf dem Schirm haben. Ob man es glauben möchte oder nicht, aber gerade im Zusammenhang mit dem Handel von Gold kommt es immer wieder zu dreisten Betrügereien mit Vermögensschäden von vielen Millionen Euro. So irre es klingt, aber es ist schon mehr als einmal vorgekommen, dass der vermeintliche Goldbarren leider doch nur ein vergoldeter Barren aus irgendeinem anderen Metall war. Wenn du dich aktuell auf kommende Krisen vorbereiten möchtest, solltest du also unbedingt den internationalen Aktienmarkt in deine Überlegungen einbeziehen. Besonders wichtig sind hierbei allerdings zwei Dinge. Erstens, verwechsle das bitte nicht mit einem Investment in einzelne Aktien. Das wäre aufgrund des hohen unsystematischen Risikos viel zu gefährlich. Aktienanlagen bitte immer nur möglichst breit international gestreut. Zweitens, beachte immer, dass auch der breite Aktienmarkt vorübergehend deutlich fallen kann. Damit du diese Schwankungen entspannt aussitzen kannst, benötigst du eine gute Cashflow-Planung als Fundament. Es sollte nur Geld investiert werden, auf das du im Extremfall auch mal für ein paar Jahre verzichten kannst. In diesem Video sind wir jetzt überhaupt nicht auf die Immobilie als Krisenabsicherung eingegangen. Meine Einschätzung zum Immobilienmarkt findest du daher in diesem Video. Und ganz wichtig, lass dich bitte bei all dem Irrsinn da draußen nicht verrückt machen. Alles Gute und bis bald auf meinem Kanal.